Dagibi scheint es erstmal hier Julia Beauty X 1 in die Fresse zu hauen. Ich bin rejected worden. Oh. Eure Klamotten wurden von einem außerirdischen Perversling gestohlen. So Leute, das ist doch Love Island, so wie man es kennt, oder? Nachdem ich mich auf Tinder rumgetrieben habe und lange Zeit jetzt Single war, 2 Monate, muss ich natürlich jetzt auch meine Traumfrau irgendwo finden und dachte mir, es ist der beste Moment, jetzt eine Traumfrau hier in Sims zu finden. Weil Sims ist ja eine realistische Simulation des Lebens. Jetzt geht richtig rein und gibt dir einen Abfall. Krank. Und mit dabei ist übrigens auch Tobi. Hallo Tobi. They ask you how you are, you just have to say. Hallo Tobi. Tobi und ich haben was gebaut, ja? Wir spielen jetzt heute zusammen eine Runde Love Island, meine Freunde. Und wir haben hier ein Haus mit 7 wunderbaren YouTubern, meine Freunde. Wir haben auf jeden Fall hier einen ganz normalen Haushalt Sims. Ich stelle mal ganz kurz die heutigen Kandidaten vor. Wir haben die bezaubernde und unglaublich gut aussehende, junge und aufstrebende Julia Beauty. Als nächste Kandidatin beglückt uns die unglaublich reizende, gerade frisch getrennte, also sonst wäre sie ja nicht dabei, frisch getrennte Baby's Beauty Palace, die gerade hier vorne an einer Striptease-Stange tanzt. Julian, was hast du dazu? Dann haben wir hier noch, meine Freunde, die unglaublich liebreizende Katja Krasavitsch, die gerade scheinbar wirklich, also Katja scheint gerade wirklich verwundert zu sein, dass Bibi da an der Stange tanzt und nicht sie. Yeah! Dann haben wir hier. Ah, das ist. Nee, Moment, das ist Dagi, oder? Das ist Dagi B, die scheinbar gerade ein großes Problem damit hat, dass Bibi auf jeden Fall hier gerade die Show gestohlen bekommt. Dann haben wir hier. Das sieht nicht mal ansatzweise aus wie Jody. Muss ich ganz ehrlich sagen. Dann haben wir hier Jody. Dann haben wir hier noch die wunderbare und bezaubernde. Wer ist das? Kelly. Ah ja, Kelly. Und hier vorne ist Billie Eilish. Yeah! Cause you're a bad guy. Weil wir haben extra gegoogelt, Billie Eilish ist 19. Ne, 18, ne? 18, ja. 18, das ist... Legal. So, ich habe auch einen Pickel mitgebracht. Den habe ich hier extra hingemacht, Leute. Ja, was soll ich sagen? Ich würde sagen, wir starten einfach direkt mal rein. Und ihr dürft natürlich wieder im Chat ein bisschen mitbestimmen, meine Freunde. Hier vorne ist auch die große Entscheidungscouch aus Love Island, so hat Tobi mir gesagt. Sieht das Haus von Love Island genauso aus? Also der Stil, aber nicht genauso. Da ist ja nur ein Bett da, ne? Ja, aber wo schlafen die anderen? Die müssen nicht schlafen. Wir machen noch Folgendes, Leute. Weil wir jetzt hier scheinbar zu wenig Treppen haben und ich möchte, dass alle anderen Szenen sterben, kaufen wir einfach noch schnell eine neue Treppe. Die kommt, perfekt, die kommt einfach hier hin und dann geht's hier aufs Dach. Die anderen Betten stellen wir einfach in den Garten. Wir stellen die anderen Betten einfach in den Garten. Was ist das für ein Bett? Das ist die Private Suite, glaube ich. Das ist einfach so ein Bett mitten im Garten. Egal, wir kaufen hier vorne einfach noch ein paar billige Betten. Was ist denn das billigste Bett? Billige Betten, weißt du, wegen Billy Eilish. So, hier können dann die anderen Sims, wenn sie müde sind, schlafen. Warum das jetzt ein Sarg sein muss, ich weiß es nicht. Dann haben wir hier nochmal 2 weitere Betten. Warum steht da eine Lampe drin? Warum steht da im Gebüsch steht einfach... Hä? Verpiss dich, Alter. So, und hier können dann die anderen Kandidatinnen drin nächtigen, oh, wenn sie möchten. Mir ist meine Zunge auf deinen Arm gefallen. So, dann schlafen hier einfach die anderen Gäste. Perfekt. Auf geht's mit dem Twitch-Bann, würde ich sagen, meine Freunde. Es fängt schon wieder gut an. Bibi Heinecke steht an der Striptease-Stange. Und nein, das ist normal in Sims. Wir haben keine Mods runtergeladen, die Hold It Up oder sowas heißt, wo man also auf Sims draufklicken kann und dann sagen könnte, Prostitution. Das haben wir nicht gemacht. Das waren wir nicht. Das ist ein Update, okay? Okay. Das ist so gekommen von Sims selber. Das waren wir nicht, Mann. Jetzt ist die Frage, liebster Chat. Wir haben hier eine Menge tolle Frauen. Und es muss jedes Mal, wenn wir das jetzt spielen hier, muss eine rausfliegen. Rausfliegen heißt, ich bringe sie einfach um. Müssen wir ganz ehrlich sagen, meine Freunde. Und ich sage es euch auch jetzt hier an der Stelle eins. Es ist keine Option, dass ich wieder mit Jody zusammenkomme. Das ist keine Option. Aber ich will auch Jody nicht umbringen. Jody bleibt hier die ganze Zeit wohnen. Jody ist keine normale Kandidatin, sondern Jody ist meine Beraterin und hilft mir dabei, hier eine neue Traumfrau zu finden, die alle blond sind, obwohl ich nicht auf blonde Frauen stehe. Was soll das überhaupt? Ich würde sagen, wir fangen einfach an. Jody soll sie mit... So funktioniert das. Hier steht, Jody soll sie mit Kelly boxen. So läuft das nicht. Tobi hat so eine Plastikzunge hier, Leute. Guck mal, die ist so richtig eklig, Alter. Ich würde sagen, meine Freunde, wir starten mal ganz entspannt. Jody ist eine Beraterin. Alter, hier gerade übel Ding gemacht. Komm, Bibi. Alter. Bibi ist schon echt gut darin, muss man ihr lassen. Wow. Alter, Bibi, Junge. Ja, das gefällt mir. Okay, ganz kurz an der Stelle, mal ganz kurz Outfits. Outfit ändern.
Und natürlich, meine Freunde, es ist Love Island. Ich muss mich ganz kurz umziehen. Oh yeah. Es ist crazy, dass die Person meine Physis von damals ganz gut getroffen hat. Mittlerweile bin ich doppelt so nice. Bibi mit Ducky Boxen. Okay, also wir können es jetzt wieder in der Gewalteskapade enden lassen. Oder ich suche mir wirklich eine Traumfrau. Das liegt an euch, ja? Es liegt an euch. Lass erstmal ein Date passieren und dann einfach. Erstmal ein Date. Mit wem soll ich mich zuerst daten? Wir haben Dougie B, Katja, Billy f***ing Eilish, Julia Beauty X, Kelly, die immer noch nicht weiß, was hier gerade passiert. Aber Jody hat, die hat auch, glaube ich, irgendwas genommen. Jody ist außen vor, wie gesagt. Und hier vorne haben wir noch Babys Beauty Palace. So, mit Katja daten. Katja. Eliashin, hör auf, hier zu schreiben Gewalt. Es passiert keine Gewalt, Mann. Katja, it is. Okay, gut, ich date mich jetzt erstmal mit Katja. Pass auf, ich gehe jetzt erstmal auf Katja zu und sage, ich frage einfach mal nach ihrem Liebesleben. Wir fragen einfach nach ihrem Liebesleben, komm. Katja, wie ist denn dein Liebesleben so? Stinkende Schuhe, Liebesleben? Perfekt, Alter. Perfekt. Das scheint ganz gut zu funktionieren. Dann gebe ich ihr erstmal Beziehungstipps wahrscheinlich, oder? Passionate Romance. Also man kann hier auf jeden Fall eine Menge. Romantic Selfie, Make-out. Okay, Goose. Werde ich dann zu einer Gans? Ich weiß nicht. Gewalt. Es gibt keine Gewalt, Mann. Hört mal auf, Leute. Ich bin jetzt hier erstmal am Kennenlernen, okay? Erstmal schieße ich mich auf Katja ein. Komm, kennenlernen. Wir gehen zu Katja und lernen sie kennen. Komm, wir lernen mal Katja kennen. Auf eine ganz unbeschwerliche Art und Weise lernen wir Katja kennen. So, natürlich habe ich hier... Und das bin halt ich, Leute. Ich bin direkt mit zwei in dem Gespräch. Die eine hat extrem große Brüste und die hat extrem viel Geld. Das muss man einfach mal so sagen. Ich habe direkt die beste Wahl getroffen. Also wir müssen heute jemanden finden, der rausfliegt. Eigentlich müssen wir sogar zwei finden, die rausfliegen, meiner Meinung nach. Ich möchte, dass zwei gehen. Wie gesagt, Jody ist keine Kandidatin. Jody ist hier... Es geht auch eigentlich, dass Jody so aussieht. Jody muss sich umziehen und Jody kriegt hier... Das ist so ein Jody-Outfit. Das ist ein Jody-Outfit. Das Ding ist, alle sind hier schon rosa. Rosa ist, das sind alle Kokettes. Und es ist auf jeden Fall schon eine leicht sexuelle Stimmung hier im Hause. Ich würde sagen, meine Freunde, dadurch, dass ich jetzt mit Katja gesprochen habe, bin ich jetzt erstmal mit den beiden durch und wende mich jetzt an der Stelle mal an Kelly und gehe hin und erzähle Kelly einen schmutzigen Witz. Und zwar, was ist ein Penis in einem Kaninchenbau? Unangebracht. Nein, Leute, hört mal auf mit der Gewalt. Okay, bisschen Gewalt ist in Ordnung. Welche Gewalt? Wollt ihr mit wem? Dagi hat die neue Fischspezies Forelle bestimmt. Dagi? Dagi, wo bist du? Katja ertränken, Katja umbringen. Leute, Chat, wir müssen das hier langsam angehen. Dagi hat die neue Spezies Fischforelle. Ja, genau so heißt die. Die neue Forellenart herausgefunden. Und währenddessen tanzt Bibi dabei. Ja, was das uns sagen soll, man weiß es nicht. Dagi schlägt Julia. Damit bin ich d'accord. Dagi B geht also zu Julia Beauty X und schlägt also Julia Beauty X. Und zwar, ja, gibt es erstmal einen kleinen Schlag hier an der Stelle. Es ist wohl gewollt von euch, dass es jetzt hier die ersten Gewalteskapaden gibt. Und Dagi B scheint jetzt erstmal hier Julia Beauty X eins in die Fresse zu hauen. Gut. Da habt ihr, Bibi soll raus, nun stechst sie ab. Oh. Hör mal auf jetzt! Jessica, entspann dich mal bitte, ja? Wir machen das hier ganz ruhig, Mann. Hör auf, sowas zu schreiben. Leute, so jetzt nicht. Alle sollen Bibi eilig antworten. Bibi eilig hat andere Haare. Katja muss sterben. Chat, ihr habt wirklich echt ein Gewaltproblem. Also es geht hier gerade darum, dass ich hier meine Traumfrau finde, okay? Aber ich gebe euch recht, eine Person muss heute sterben. Bibi eilig Katja, ja, so, also... Ja, ich gehe jetzt erstmal ein paar Runden schwimmen. Und zwar gehe ich nackt. Wenn Kinder in der Nähe... Warte mal. Billy, Billy eilig ist scheinbar noch ein Kind. Müssen wir uns jetzt hier leider an der Stelle von Billy eilig verabschieden, Leute. Sie singt einfach noch. Und Billy eilig ist damit eliminiert, meine Freunde. Billy eilig ist raus. Und wir haben den ersten Toten und Bibi Heinecke tanzt einfach weiter, als wäre Julian immer noch in der Nähe. Ja, jetzt kann ich aber nackt baden gehen, oder? Wer ist denn hier ein Kind? Wo ist hier ein Kind? Die Billy eilig hat's doch eilig. Ganz genau, mit dem Besen sauber machen. Du kannst mit dem Tod flirten. Oh, freundlich vorstellen. Wir fangen erstmal an, mit dem Tod zu flirten scheinbar. Der Chat wünscht, dass ich mit dem Tod flirte. Ist der Tod ein Mann oder eine Frau? Non-binary, denke ich, oder? Was passiert, wenn du den Tod umgehst? Der Tod hat mir einen Korb gegeben. Mehr Auswahl, Extreme Violence, Deadly Interactions. Okay, Leute, ich bring jetzt den Tod um. Digga, was, ob das geht? Oh, oh. Oh, oh, das geht schief. Brich ab. Oh, oh. Abbruch. Oh, du bist sehr wütend. Oh, oh. Oh, oh. Weg. Oh. Ja, der Tod ist tot. Die Frage ist, wer holt jetzt den Tod ab? Ja, aber warte. Oh, der lebt noch. Der lebt wieder. Oh, oh. Oh. Lauf. Ja, das heißt, wir können den Tod jetzt immer weiter umbringen.
Geil. Einmal mit der Kettensäge. Und nochmal. Oh. Das ist aber mal ein Gemetzel, sag ich mal, ne? Alter, das ist natürlich... Digga, was passiert da gerade? Dem Tod scheint es egal zu sein, die Polizei kommt zum Glück. Ich dachte gerade schon, das wäre die Polizei... Ja. Oh, das ist Polizei. Oh, die Cops. Oh, die kommen da rein. Ich laufe einen von unterbrochen. Hallo, was ist hier passiert? Ich spreche den Kopf. Hallo, was ist hier passiert? Oh, Jody. Oh, oh. Die Polizei ist da. Jody haut ab vor der Polizei. Okay. Ich bin, ich gehe hier... Ich setze mich jetzt hier hin. Oh, wow. Er schießt auf mich. Die schießen auf dich. Okay, ganz ruhig. Oh. Oh, oh. Er gibt... Alter. Ich... Was? ich wurde verhaftet. Ah ja, hier, in Jail. Hä? Ich komme zurück. Ihr habt einfach den Knast beendet. Da bin ich wieder. Ich bin zurück. Ich bin zurück aus dem Knast, Leute. Alles ist gut. Es ist alles beim Alten, okay? Julia BeautyX setzt sich auch hier zu mir und wir reden erstmal hier draußen auf dem Bett. Ganz gut, Leute. Ich bin ganz schnell aus dem Knast zurück. Alles gut. Ich habe niemanden umgebracht, außer den Tod, aber der respawnt hier. Also ist es gar nicht so schlimm, wenn die Polizei hier ist. Actually, da kann auch Jody eigentlich den Polizisten umbringen, oder? Der Polizist hier ist ziemlich sauer. Aber ich glaube, dem wird es auch gleich noch ein bisschen... Ja. Der Polizist ist damit raus, Enrico ist raus und wir schauen, was unser Liebespaar hier vorne macht. Julia BeautyX, die sich halt... Stopp, komm zurück, Alter, du brauchst nicht pinkeln, du musst mit der reden jetzt. Du gehst jetzt auf die Flirty-Ebene, okay? Und zwar gibst du ihr eine Rose. Ah. Ist eine Menge passiert, aber du gibst ihr jetzt einfach eine... Da ist keine Chemie zwischen euch, glaube ich. Das weißt du nicht. Oh, sie läuft hinterher. Moment. Wir haben doppelten Besuch vom Tod bekommen, meine Freunde. Absolute Überraschung an der Stelle hier. Die Ereignisse überschlagen sich förmlich. Ich habe gerade einen Faden lassen, Tobi. Nice. Interessant. Ich glaube, das ist der perfekte Zeitpunkt, hier vorne ihr eine Rose zu geben. Vor der Leiche. Vor zwei Tod und eine Sie Leiche. Freut sich. Sehr schön. Sehr schön. Absolut geil. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Das hat auf jeden Fall sehr gut funktioniert. Wir machen aber direkt weiter. Julia und ich haben auf jeden Fall scheinbar eine Connection. Aber meine Freunde, ich sehe natürlich jetzt auch Kelly und denke mir so, oh, Kelly, Alter. Da kann man auf jeden Fall mal hingehen und mal ganz kurz die Hand küssen. Küss die Hand, meine Teure. Und jetzt werden hier auch Hände geküsst tatsächlich, ja. So wie es noch nie gewesen ist. Oh. Ich bin rejected worden. Das heißt, Kelly muss sterben. Ich gehe natürlich nicht auf. Sie hat mir gesagt, smalle Nudel. Das lasse ich mir nicht sagen. Nein, 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 nein. Tu die Waffe weg, Revi. Tu die Waffe weg. Komm, ein Anmachspruch. Und Muskeln zeigen. Muskeln zeigen. Zeig deine Muskeln und mach einen Anmachspruch. Komm schon. Ja. Oh. Irgendwer. Oh. Katja, alles in Ordnung. Gut, Leute. Kelly ist weg. Katja ist da. Ich würde sagen, meine Freunde, Katja und ich, wir haben auf jeden Fall extrem Bock aufeinander. Und ich würde sagen, wir machen nochmal ein bisschen was Kleines Romantisches. Wir versuchen mal zu flirten, meine Freunde. Katja hat auf jeden Fall Bock auf mich. Während ich hier gerade am Pinkeln bin, kommt Katja ins Klo und flirtet einfach mit mir. Oh, das gefällt dir doch, kleine Katja. Das ist doch nicht so, als fändest du das nicht irgendwie. Ja, der Blick. Ah ja, man sieht's doch schon, Katja. Okay. Ich hab also auch keinen Bock auf Katja. Bin ich dumm? Oh, Polizei. Aus welchem... Raus hier. Raus hier. Er geht einfach wieder. Wir machen einen Polizistenwitz. Oh, er kommt schon. Und der Polizist ist im Raum. Oh. Tja, hab ich jetzt... Der hat in die Luft geschossen. Oh, oh. Nicht schon wieder. Ich bin festgenommen worden, meine Freunde, weil ich einen Polizistenwitz gemacht habe. Ich glaube, wir sitzen zu lange einfach das Gefängnis für mich aus und wir machen einfach weiter, meine Freunde, mit den Girls, die jetzt hier tatsächlich die Möglichkeit haben, endlich nackt im Pool baden zu gehen. Eine Sache, die auf jeden Fall alle unbedingt schon sehen wollten hier. Alle nackt in den Pool rein hier. So Leute, das ist doch Love Island, so wie man es kennt, Mann, oder? Ah, Baby. Liebe Islander, eure Klamotten wurden von einem außerirdischen Perversling gestohlen. Ihr seid ab sofort alle nackt. Scheinbar rennen jetzt hier alle nackt rum. Ich bin nicht mehr im Gefängnis. Hörst du es, die lästern? Helikopter ist abgestürzt. Ich bin zurück. Dagi B hat entbrannt. Dagi B hat Feuer gefangen, Leute. Dagi B hat sich selbst eliminiert und hat plötzlich Feuer gefangen. Alle nackten Sims. Was ist das hier? Das ist auf jeden Fall der perfekte Thumbnail an der Stelle hier schon. Perfekt. Dagi B hat Feuer gefangen, meine Freunde. Und scheint hier gerade Flammen zu stehen, aber wird hier gelöscht und ist verbrannt.
Ja, der Love Island Hausland hat als Versicherungszahlung für die Objekte $500 erhalten. Das ist doch ganz gut. Ich würde sagen, alle Love Islander versammeln sich jetzt hier in diesem Raum, da ja auch gerade alle nackt sind außer mir. Dougie B geht jetzt Pole Dancen. Immerhin hat Dougie B, nachdem sie gerade eben Feuer gefangen hat und komplett stinkt nach Ruß und Asche, angefangen zu Pole Dancen. Immerhin etwas. Es scheint Entwicklungen zu geben im Love Island Haus. Und nach wie vor, es sind immer noch alle nackt. Ja, all in all auf jeden Fall echt eine sehr, sehr entspannte Geschichte hier heute, Leute. Es passiert auf jeden Fall einiges hier in Love Island. Ihr merkt das sicherlich. Wir bitten Kelly jetzt in die Sterne zu gucken. Komm, Kelly, wir beide schauen uns die Sterne an. Sie will nicht. Okay, Witze über Professoren erzählen. Kelly findet lustige Witze lustig. Moment mal. Dagi. Digga, mach. Ist einfach so ein Spanner mit Nasenbluten, da muss er los. Eins in den Chat, wenn wir den Spanner entsorgen sollen. Einfach ABK am Fenster. Kommt schon hin, ne? Katja Krasavitsch, meine Freunde, ist wieder live im Game und entledigt sich jetzt hier diesem Obdachlosen, der der Meinung ist, tatsächlich hier durch die Wand zu schauen und wählt den Tod von oben. Katja geht also nackt, wie sie ist, raus, nimmt jetzt hier gleich die Eingangstür und Katja denkt sich einfach so, auf Wiedersehen. Hör auf, hier zuzuschauen. Und ihr seht es jetzt vielleicht nicht, aber Katja jumpt ihm in den Kopf rein. Und das war's. Dougie B, du kannst in Ruhe weiter tanzen. Katja kommt gleich ins Gefängnis, aber das passt schon. Ich würde sagen, es ist Zeit, dass sich alle Sims mal wieder langsam anziehen. Der erste Tag bei Love Island, meine Freunde, scheint sich dem Ende zuzuneigen. Du hörst mal auf, jetzt hier rumzuholen, Dagi, okay? Nur weil jetzt jemand hier gestorben ist, heißt es nicht, dass es schlimm ist. Du gehst jetzt einfach ein Bad mit Badezusatz nehmen erstmal. Rein in den Durchfall. Also, weird, wenn die einfach aus dem Wasserhahn kommt, ne? Oh, du hast Bock. Guck mal, was liegt denn auf dem Nachttisch bei euch? Das sind Kondome, teuerster. Und die erste Nacht, meine Freunde, wird scheinbar heute mit Dougie B in einem Bett verbracht. Interessant auf jeden Fall diese Wendung hier. Niemand hätte damit gerechnet, dass es auf jeden Fall schon so viele... Warum wirst du nicht sauber? Schaumbad nehmen! Dougie B kann nie wieder sauber werden. Digga, die hat sich angezündet. Was erwartest du? Sind das Verbrennungen? Kannst du... Ja. Achso. Bruder, die stand vor Ofen. Oh! Und Dougie B geht jetzt schlafen. Jetzt. Wenn Dougie B schlafen möchte, muss sie das mit mir in einem Bett tun an der Stelle hier. Ab in die Haier. Nickerchen, komm schon. Nickerchen. Wenigstens das. Rechte Seite an Dougie B. Ja, dann musst du halt am Boden schlafen. Na ja. Gut, Dougie B, es ist deine Wahl, es ist deine Wahl. Ja, das erste Date ist ja schon mal... Ja, also bis jetzt ist eigentlich echt sehr gut gelaufen, meine Freunde. Ich würde sagen, das hat echt gut funktioniert. Dougie und ich sind auf jeden Fall schon mal in einem Raum. Du hast sie eingesperrt. Sie hat sich auch jetzt einfach mal ausgezogen und neben mich gestellt. Man weiß nicht, was da noch kommt, meine Freunde. Ah ja, genau. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, meine Freunde, sehen wir uns in der nächsten Folge. Das war's von der ersten Folge von Love Island mit Revi. Ja, Billie Eilish ist leider raus. Hier steht ihr Grabstein. Ah ne, das ist von... gut. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Mit Inschrift gravieren. Er ist weg vom... Digga, der war ja mal übel gut. Vom Fenster. Schade, Rasch. Echt blöd gelaufen, aber ist kein Problem. Du kommst hier vorne in die Todesecke, direkt hier gegenüber zur Entscheidungswall. Und ich würde sagen, meine Freunde, wir bauen jetzt ein wunderschönes Grab. Das war es auf jeden Fall mit dieser wunderschönen Episode von Love Island. Werde ich meine traurige Traumfrau hier kennenlernen oder sterben am Ende doch wieder alle Sims? Man weiß es nicht. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge und verabschiede mich mit einem freundlichen, was soll die ganze Scheiße hier eigentlich? Und würde sagen, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen, meine Freunde, oder? Machen wir das so. Ich bin damit raus. Macht's gut. Bis dann.